So, auf dem Bildschirm sieht man das Spiel Tic-Tac-Toe. Die Brettdarstellung, typischerweise wird sie so gespielt, auf Papier mit den Kreuzen und den Kreisen. Die Spieler ziehen abwechselnd, das heißt, sie schreiben abwechselnd ein Kreuz oder ein Kreis aufs Papier. Die eine Person die Kreuze, die andere die Kreise. Und wer zuerst drei in Reihe hat, horizontal, senkrecht, waagerecht oder diagonal, hat gewonnen. Das ist ein Kinderspiel, ein einfaches, aber es ist eine reizvolle Herausforderung, das zu programmieren. Die erste Frage, die sich stellt, ist, welche Algorithmen und Datenstrukturen einem helfen können, dieses Spiel umzusetzen. Und wir wollen uns hier in diesem Video mit den Datenstrukturen beschäftigen, die hilfreich sind, um einen Algorithmus umzusetzen, der testet, ob drei in Reihe sind. Hier links oben sieht man nochmal das Spielfeld, so wie es ausschaut, wenn es leer ist. Und sehr unmittelbar ist die Überlegung, dass man dafür ein zweidimensionales Feld verwenden kann. In Form, zum Beispiel bei Java heißt es Array oder bei Python ist es eine Liste, in der sich wieder eine Liste befindet. Unabhängig von der Programmiersprache, die meisten Programmiersprachen legen zweidimensionale Arrays so an, wie es hier angezeigt ist, dass man den ersten Index verwendet, um hier die Reihe zu identifizieren, die 0 für die Reihe, hier die 1 für die zweite Reihe, die 2 für die letzte Reihe. Sie erinnern sich, Informatikerinnen haben die Eigenschaft, das Zählen mit 0 zu beginnen. Und der zweite Index identifiziert dann die entsprechende Spalte. Und auf die Art und Weise sind mit diesen zwei Indizes, darum zweidimensional, alle Felder auf dem Spielbrett bezeichnen und adressierbar. Also 00 ist links oben, 01 das Feld daneben, 02 rechts oben die Ecke, links mittig, Mitte und so weiter. Das ist also die Art und Weise, wie wir das Spielfeld adressieren und darauf verweisen, über die Indizes eines zweidimensionalen Feldes. Und nun müssen wir uns noch Gedanken machen, wie wir die Spielsituation kodieren, indem wir Werte an diesen Positionen haben. Und die Vereinbarung ist sehr naheliegend, dass man sagt, ein leeres Feld ist eine 0. Bei X, also einem Kreuz, sagt man, das kodieren wir mit einer 1 und Kreis oder Kringel mit einer minus 1, damit das symmetrisch bleibt, weil es eigentlich vollkommen egal ist, wer X und wer Kreis nimmt oder Kringel nimmt. Ob 1 oder minus 1, so kann man auch sehr leicht die Spielsteine invertieren gegeneinander. In Python habe ich das wie folgt kodiert. Hier ist die Variable Board. Ich brauche keine Typangabe in Python, sondern es ist eine dynamisch typisierte Sprache. Und das sind die 8 Felder. Das ist die erste Reihe, die ich mit dem Index 0 ansprechen kann, die zweite und die dritte. Wenn wir das mal ausführen, dann sehen wir auch, das wäre die Ausgabe auf der Konsole, dass wir genau das erzeugen, was wir eingegeben haben. Wir schreiben uns eine kleine Routine, die uns das Brett, Spielbrett ein wenig angenehmer darstellt. Ist nicht wirklich tauglich, um damit zu spielen. Es ist nur, damit wir als Mensch, gerade wenn wir uns darüber unterhalten, das besser nachvollziehen können. Und dann sieht das so aus. Wir gehen also hier. DevShow ist einfach eine Routine, Funktion, Methode, wie auch immer Sie das bezeichnen mögen. Die heißt Show. Die wird definiert. Sie erwartet eine Variable Board, auch wieder nicht weiter typisiert. Und da drin, Doppelpunkt heißt, hier geht's los. In anderen Sprachen ist das eine geschweifte Klammer. Python arbeitet mit Einrückung. Da haben wir eine Vorschleife für jede Reihe in dem Board, also die Variable Board, muss irgendetwas Iterierbares sein. Und für jedes der iterierten Elemente, die wir hier Row bezeichnen, geben wir per Print die Reihe aus. Und weil wir das hier aufrufen, die Methode, sehen wir das vorhin aufgesetzte Brett, natürlich alles leer. Setzen wir mal einen Spielstein an die Stelle 02. Wo muss das sein? 02, hier oben. 0, 02, also die rechts obere Ecke ist das. Probieren wir das aus an der Stelle, lassen den Code laufen. Genauso ist es, rechts obere Ecke haben wir den Spielstein gesetzt.
Wenn wir jetzt überprüfen wollen, wie drei in einer Reihe sind, ob drei in einer Reihe sind, dann müssen wir zum Beispiel die oberste Reihe überprüfen, also den Index 0, 0, 0, 1 und 0, 2. Und genau das mache ich hier in dieser Codezeile. Das If-Statement fragt ab, ist das Board an dieser Stelle gleich 1 und ist es an dem rechten Nachbarn auch gleich 1 und am allerrechtesten Nachbarn auch gleich 1. Wenn dem so ist, dann haben wir 3 in einer Reihe. Wenn nicht, dann passiert nichts. Wenn wir den Code ausführen, passiert folglicherweise überhaupt nichts, weil nichts in der 3 in der Reihe sind. So, das ist die gedankliche Vorlage, wie wir den Code erweitern können. Und hier sehen Sie, die Erweiterung ist die Zeile von eben. Und wir können weiter durchfragen, wenn das nicht so war, else if heißt elif in Python, else if. Wenn also nicht die 3 in der Reihe, dann testen wir die nächste Reihe durch. Also die 1,0, die 1,1 und 1,2, ob die jeweils 1 sind. Und wenn das auch nicht war, dann testen wir die Reihe hier, die unterste. Also ich springe nochmal eben kurz nach oben. Das heißt also, wir testen die Reihe durch, dann die Reihe, ob jedes Mal 3 Einsen hintereinander stehen und hier 3 Einsen. Wenn das der Fall ist, dann wird 3 in a row, 3 once in a row ausgegeben. Die Routine macht auch nicht viel, weil wir noch keine interessante Brettsituation hergestellt hat, die diese 3 Einsen in einer Reihe hat. Das machen wir jetzt hier, die unterste Reihe im Brett, hier die zweite unterste. Da setzen wir jetzt mal überall Einsen und schauen uns an. Hier sehen Sie, oben die Ecke von eben. Jetzt unten die 3 sind alle gesetzt. Lassen wir wieder unsere Routine laufen. Das ist nochmal von eben einfach rüber kopiert. So, jetzt hat er tatsächlich gefunden, es gibt 3 in der Reihe. Soweit unsere gedanklichen Überlegungen. Jetzt müssen wir die Logik anfangen zu fassen, in einer Funktion oder Methode zu kapseln. Die nennen wir 3 in a row, die als Eingabewert ein Board erwartet. Und dann finden Sie exakt die Logik von eben wieder. Wenn das Board oben in der Reihe 1 überall ist, dann geben wir 1 zurück. Hier ist also die Logik, wenn wir testen auf 3 in a row, dass wenn wir Einsen irgendwo in einer Reihe finden, dann geben wir auch zurück eine 1, damit man weiß, die Einser-Spielsteine haben gewonnen. Aber gleichzeitig müssen wir dann, also kurz darauf, müssen wir auch noch testen, hier ob die gleiche Reihe, wir sehen, es sind exakt die gleichen Indizes, 0, 0, 0, 1, 0, 2, ob die oberste Reihe von minus 1 Stein, also das war in unserer Codierung der Kringel, ob das mit minus 1 besetzt ist, wenn dem der so ist, dann geben wir minus 1 zurück. Wenn weder eine 1er-Reihe noch eine minus 1er-Reihe gefunden wird, dann sagen wir 0, keiner von den beiden Parteien hat bisher 3 in der Reihe. Diese Logik ist jetzt wieder nur skizziert. Sie sehen hier meinen Kommentar in Python, leitet so einen Rauten- oder Hashzeichen einen Kommentar ein. Ergänze alle anderen Fälle insgesamt, sind es 2 mal 9, also wir haben die 3 waagerechten, 3 senkrechten, 2 Diagonale. Die testen wir einmal alle auf, ob sie 1 sind, dann nochmal das gleiche, ob sie minus 1 sind, immer 3. Das macht 18 solcher If-Statements. Das ist ein wenig mühsam zu programmieren, darum habe ich das hier weggelassen, nicht wirklich gemacht. Darum liefert auch im Augenblick die Routine 3 in a row Board als Ausgabe 0 raus, obwohl wir diese Situation hier oben haben. Das liegt einfach daran, weil dort die If-Statements fehlen, die ich bisher noch nicht implementiert habe. Weil, warum? Wenn man ein Weilchen nachdenkt und diese gleichartige Vorgehensweise Reihe für Reihe versteht, dann kommt man sehr leicht auf die Idee, na, nehmen wir doch einen Index, i hier bezeichnet für die Reihe, laufen das durch, hier, Sie sehen, dort jeweils steht der Reihenindex
Und dann machen wir wieder dasselbe. 0, 1, 2. Und jetzt sind wir ganz clever. Wir zählen einfach, addieren zusammen. Bei 3 Einsen ergibt das eine 3. Bei 3 Minus Einsen eine Minus 3. Damit er den Absolutwert. Und fragen einfach, ist der gleich 3? Dann wissen wir, dass tatsächlich 3 Einsen oder Minus Einsen in Reihe sind. Und geben dann unserer Logik folgend zurück. Eben eine 1 oder eine Minus 1. Gleichzeitig können wir aber auch Spalten durchlaufen, wenn wir schon diese Vorschleife haben. Also wir gehen die oberste waagerecht durch. Und jetzt machen wir gleich die senkrechte mit. Also das heißt die Spalte. Das heißt, I nehmen wir jetzt ziehen wir vorne fest, den Index. Und gehen jetzt, wir setzen die Spalte fest und gehen jetzt vorne die Reihen durch. 0, 1, 2. Das heißt, die erste senkrechte, gleiche Logik, wir addieren wieder auf 3. Absolutwert bilden und schauen, ob das 3 ergibt und geben den entsprechenden Gewinner zurück. Hardcodiert ist jetzt hier nochmal die Logik für die Diagonale, die von links oben nach rechts unten. Und hier die Logik für die andere Diagonale, die von rechts oben in der Ecke nach links unten geht. So, wenn wir das implementiert haben, dann funktioniert tatsächlich auch unser 3 in Reihe richtig. Wir zeigen uns vorher das Board an. 3 werden gefestet und gefunden. Und super! Jetzt setzen wir mal eine andere Spielfeldsituation, um auch das mal zu sehen. Wir haben hier 3 minus 1 in Diagonal gesetzt, zeigen uns das Board an. 3 in a row ist erfolgreich, zeigt uns die minus 1 an. Und nur um noch zu sehen, ob meine Fälle alle korrekt abgelaufen werden, habe ich mir hier über Asserts eine Art Testfälle erstellt. Das heißt, dass alle Situationen gefunden werden, wo 3 in Reihe sind. Das heißt, es sieht sehr gut aus, dass der Algorithmus korrekt ist. Im nächsten Video schauen wir uns eine Optimierung an auf eine eindimensionale Datenstruktur, um das Feld zu kodieren.